Das Volk hat Gerechtigkeit verdient. Das hat mich nicht überzeugt. Und was kannst du mit die Wetrix sagen? Wetrix? Jetzt gibt es nur noch mich. Mit dem Namen Wetrix aber war seit jeher mit. Der Name Wetrix war aber seit jeher mit Ruhm verbunden. Seit Generationen schon sind wir die Verwalter Goldtals gewesen. Seine Bevölkerung ersucht uns immer noch um Führung und Schutz. Zuerst vor der den Exzessen des Reiches und nun vor den Gefahren, die im Dürrwald lauern. Ich habe diese Pflicht geerbt. Gemäß meines Gelübdes, meines Titels, werde ich, solange ich Tain bin, keinerlei Bedrohung gegen unsere Lande gestatten, mögen sie sterblich oder spiritueller Natur sein. Okay, Hagrim lässt sich ungern zum Narren halten, also wenn Kolchs wirklich der Cousin von Redrick ist, dann ist das wichtig, dass wir das erstmal herausfinden und dann danach handeln. Also, ich bin bereit zuzuhören. Was steht dir im Sinn? Good. The stakes are too high for rash action. Be assured, Defiance Bay will hear of your assistance to me. Gut, gut. Es geht hier um zu viel, um unüberlegt zu handeln. Redrick lehnt sich vor. Sei dir gewiss, Trutzbucht wird davon hören, wie sehr du mir geholfen hast. Du hast es in den eigenen Händen, mit dieser Rebellion kurzen Prozess zu machen. Ich habe viel zu viele Ressourcen auf Kolz verschwendet und bin Preis dafür gezahlt. Wenn du ihn umbringst, könnte ich meine Aufmerksamkeit wieder auf diese Plage richten. Der Priester und meine Beseelerin werden schon ein Heilmittel finden. Meine Familie wird die letzte sein, die unter diesem Vermächtnis zu leiden hat. Ich weiß auch nicht, aber ich finde es ganz nett, dass ihn jemand davon ablenkt, den Rest meines Dorfes auszulöschen. Selbst wenn sie heutzutage nicht gerade die besten Nachbarn sind. Er hat zweifelsohne versucht, ihn mit seinen Lügen auf seine Seite zu ziehen. Er wird dir gestatten, dich ihm zu nähern, damit er dich nicht noch mehr bearbeiten kann. Und dann wirst du deine Chance haben. Ja, ich werde mal mit Kolks reden. You will not have to look far. His camp lies in the wilds past Gilded Vale. His scouts watch the roads and warn him in advance of my forces. But you should have more luck. Deal with him and then return here. Gut, Redrick sinkt ein Stück zurück auf seinem Sitz. Der Erfolg scheint ihn etwas Kraft gekostet zu haben, da auf seinem Gesicht nur eine Art ausgezehrter Müdigkeit liegt. Du wirst nicht lange suchen müssen. Sein Lager befindet sich in der Wildnis hinter Goldtal. Seine Speer behalten die Straßen in Auge und warnen ihn vor meinen Truppen. Du aber solltest mehr Glück haben. Kümmere dich um ihn und kehre dann hierher zurück. Für deine Mühe werde ich dich gerecht belohnen. Wir sind immer noch wohltätig und ehrlich. Es ist schon irgendwie mies, dass er seine Frau getötet hat. Da liegt sie nämlich. Aus der aufgeschissenen Kehle der Frau läuft Blut heraus und durchtränkt die Laken. Autsch. Das hat wehgetan. Ring der Befreiung. Oh, nehmen wir mal mit. Yes? Du... Achso, du stehst What? Immer noch dort. Wirkst mal das Lazarett auf ihn. Und ich hoffe mal, wir können jetzt hier einfach in Ruhe rein und raus spazieren, ohne dass die Wachen noch sauer auf uns sind. Sonst wäre das irgendwie blöd. Oder wir könnten kurz den Priester zur Rede stellen. Ob er uns noch mal was darüber sagen kann. Also hätte ich mich vielleicht beeilt und hätte nicht seine halbe Burg getötet, hätte ich vielleicht sogar noch seine Frau retten können.
Ja, meine Güte, ich bin ein Wächter. Da hätte ich eigentlich irgendwas tun können müssen, um zu helfen. Hallo. Hallo mal wieder. Ich hoffe, du bringst den Mut, mit Reddick zu sprechen, bevor du irgendwelche Entscheidungen triffst. Vielleicht würde dir das dabei helfen, Goltar aus der Finsternis ins Licht der Götter zu führen. Ich weiß nur nicht, ob Reddick so begeistert drüber sein wird, wenn er hört, dass ich seine Beseelerin getötet habe. Die war nämlich böse, das kann man nicht leugnen. Kann ich hier raus? Ja, hier kann ich raus. Dann klettern wir einfach da die Mauer runter. Ja, ich kann Kolsk zur Rede stellen. Ich habe für Reddick gesprochen, der mir eine andere Version der Geschichte erzählt. Er bat mich, Kolsk wegen dessen Pläne zum Thronraub und der Machtübernahme über Goldtal und den umgebenden Ländereien zu konfrontieren. Ja, Magrans Gabelung, genau. Dort muss er irgendwo zu finden sein. Ich schätze mal zwischen den Adrasteinen. Wieder herunterklettern. So, danke. Wenn nämlich Redricks Version stimmt. Ich glaube, für Reddick, so wie Reddick sich benommen hat, wird das für ihn nicht leicht gewesen sein. Na Jungs, darf ich jetzt eintreten oder greifen mich die Wachen im Innenhof einfach an? Nein, die sind freundlich. Was sagen die? Von der Beseelerin im Verlies bekomme ich Gänsehaut. Jo, nicht nur du. Also ich merke mir mit meinem Offscreen Charts, also mit meinem Breno hier vor allem, den ich ja parallel spiele, was ich hier richtiger machen kann. So, jetzt müssen wir zu Magrans Gabelung. Die liegt hier. 16 Stunden. Ein paar Rebellen dürften wir aufmischen können. Vor allem glaube ich nicht, dass Kolsk so viele hat, dass er ein Problem werden sollte. Und da müssen wir uns verdammt nochmal daran machen, einen Weg gegen den Fluch zu finden. So, hier ist die Gabelung. Ich schätze mal irgendwo hier. Hier ist der Adrastein. Hier scheint aber kein Kolsk zu sein. Übrigens, was mir gerade so einfällt, wo ist das Briefchen denn? Das wurde mit O unterzeichnet und O mit O fing ja auch der Name von der einen, ja genau, Verrückten an. Die hatte übrigens zwei Berat-Priester dabei. Okay, wenn das nicht Kols Lager war, dann ist es vielleicht hier oben. In der Turmruine. Das könnte eine alte Windmühle sein übrigens. Vielleicht hier im Haus. Ja, Kolsk. Ah, der hilfsbereite Fremde. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Hast du Neuigkeiten für uns? Kolsk runzelt die Stirn.
Merkwürdig, ich habe nichts aus der Burg gehört. Hattest du Erfolg? Ist Redrick tot? Ich habe mit Redrick gesprochen. Er hat interessante Dinge über dich zu erzählen. Aha, Colts beobachtet dich einen Moment lang, dann geht er vorsichtig einen Schritt zurück. Das wäre er natürlich. Ein Narr zumindest ist Redrick. Zumindest ist Redrick gewiss nicht. Und er würde auch keine Gelegenheit auslassen, meine Verbündeten gegen mich aufzuwiegeln. Dann wirkte sie also so überzeugend, dass diese letzte verzweifelte Anstrengung eines Mannes, der das Ende seiner grausamen Jahre vor sich stehen sah, vor dem Krieg des Heiligen huldigte seine gesamte Familie Eotas, aber jetzt strebte er danach, ihren irregeleiteten Glauben durch Ablegung sämtlicher Gnade zu kompensieren. Was auch immer er dir erzählt hat, Redricks Verbrechen sind real. Das wissen wir, er hat einen Haufen Leute am Baum aufgehängt. Er wird mit der Ermordung seines eigenen Volkes fortfahren, seiner Familie. Colts Glitzen kräuseln sich. Und das soll fürstliches Benehmen sein? Nicht mal die Ehre eines verrückten Hundes hat er im Leib. Mal gucken. Ich werde deine Worte in Betracht ziehen, vielleicht war ich zu übereilig. Du bist ein auch richtiger Mann und bei meiner Ehre, ich werde dich gut behandeln. Wir stehen auf derselben Seite, mein Freund. Ich hätte gerne Böses entdecken jetzt, ich bin verwirrt. Er hat einen Zauberer dabei übrigens. Okay. Toll, was habe ich? Auf der einen Seite habe ich Kolsk. Kannst du mir noch was erzählen? Du hast mich angelogen. Dich angelogen? Wie habe ich dich getäuscht? Bevor ihm die Erkenntnis kommt, beobachte ich dich kurz einen Moment. Ah, Redrick hat dir den Kopf mit Gift gefüllt. Er ist keine Ahnung und eine Gelegenheit, meine Verbündeten gegen mich zu richten. Ja, das kenne ich alles. Du bist hier der Ehrlose. Du hast mich benutzt, um Redricks Thron zu rauben. Ja, ich hätte dich benutzt, um uns alle zu retten. Anscheinend habe ich eine schlechte Wahl getroffen. Er sieht sein Schwert aus der Scheide. So sei es. Bitte entschuldige, Freund. Wir werden die Rettung Goldtals ohne dich bewerkstelligen müssen. Was zu was macht mich das jetzt? Au. Das haut mich auf jeden Fall schon mal aus den Latschen. Ach so, da war eine Priesterin dazwischen. Ach ja, und mein Hund, mein Wolf leidet unter der verbundenen Trauer. Dadurch, dass ich gefallen bin. Du machst mal den hier. Bogenschütze. Du hast die Priesterin endlich um. Hau die Priesterin um. Dann hau den Magier um. Du haust den da um. Okay. Tagebuch aktualisiert. Ich habe Kolsk erschlagen und damit die größte Bedrohung für Fürst Redricks Herrschaft eliminiert. Ich weiß echt nicht, ob ich das Richtige getan habe. Hat Kolsk irgendwas dabei? Zaubermacherwälzer?
Ein Ei. Ein guter Säbel. Ich glaube, meine Reputation bei Goldtal hat sich verschlechtert. Ja. Das war also definitiv die falsche Wahl. Die richtige Wahl ist wahrscheinlich wirklich, Redrick zu eliminieren.